Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von From Zero to Hero mit Borussia Dortmund, unser Karrieremodus mit dem BVB. Letzte Episode ist unglaublich gut bei euch angekommen, über 1100 Likes, richtig nice Zahlen und vielleicht schaffen wir das Ganze heute wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen sollte und ich denke mal, dass man auf jeden Fall ein bisschen was zusammenbekommt, weil ist nur ein kleiner Klick für mich und den Karrieremodus eine riesige Unterstützung. Heute geht es, wie wir uns gleich angucken werden, unter anderem weiter im European International Cup und ich habe mir ein paar Spieler geholt, die wir uns angucken werden, beziehungsweise ein paar Spieler auf die Liste gesetzt, die wir uns angucken werden. Wir spielen zunächst einmal gegen Swansea und zwar jetzt am Mittwoch, am 15. gerade sind wir am 12. Danach geht es wahrscheinlich am 18., wenn wir das gewinnen, im Finale gegen ja, wen auch immer. Wir spielen übrigens das Ganze selber und danach gibt es noch ganz viel Transferzeitraum und auch den werden wir natürlich heute abhandeln. Aber zunächst einmal gucken wir uns jetzt an, ja, wen ich denn da so auf der Liste habe. Auch ein Grund auf jeden Fall einen Daumen nach oben da zu lassen, denn ihr habt einen großen Einfluss darauf gehabt, was hier so abgegangen ist. Wir haben einige Kandidaten und zwar für alle möglichen Positionen, fürs Tor unter anderem Jan Oblak von Atletico Madrid. Den hätte ich ja schon länger im Fokus gesehen bei einigen Karrieremodi, die ich gespielt habe. Vielleicht ja bei Dortmund, allerdings erst in der Winterpause. Birki bleibt bis dahin erstmal da, denn der ist ja gerade erst gewechselt. Reece Oxford, da möchte ich gerne, dass ihr mir das in die Kommentare schreibt. Soll ich mir den als absoluten Endbackup, als sporadischen Spieler holen? Der Kerl hat einfach ein Monsterpotenzial und entwickelt sich unglaublich krass, deswegen wäre das vielleicht ganz lustig. Dann John Stones, den haben wir ja letzte Episode schon, da wurde nicht wirklich viel zu gesagt. Er wurde mir John Brooks ans Herz gelegt, der Hertha-Innenverteidiger, wäre auch vielleicht nicht so unrealistisch, weil er halt bei der Hertha spielt, könnte man als Ersatz für Subotic holen und Oxford dann als absoluten Mega-Backup. Mir wurde auch ans Herz gelegt, Stell Ginter in der Innenverteidigung, rechts dann Piszczek bzw. Durm und links soll ich mir noch einen Ersatz holen, aber ich glaube, ich lasse Ginter auf rechts und habe dann Oxford als letzten Backup. Auf der 6, Mike Merino, der wechselt ja im Sommer zum BVB, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen und denke ich mal auch holen. Marc Stendera war ein weiterer Vorschlag für die Zehnerposition, eventuell behalte ich auch Kagawa, ihr seid euch bei Eriks nicht so ganz einig. Ich habe auf jeden Fall mal angefragt bei den Tottenham Hotspur, wie das aussieht, soll ich mir den holen, beziehungsweise was wollen sie haben dafür und wenn wir uns den nicht holen, dann behalten wir Kagawa und dann haben wir als Backup entweder Stendera oder beispielsweise auch einen Yunus Malli. Das sind beide Spieler, bei denen wir mal anfragen werden, wie viel denn ja, die jeweiligen Vereine dafür haben möchten und im Sturm braucht man natürlich noch ein Backup, das ist gar keine Frage, beziehungsweise auf den Flügeln, denn da haben wir momentan nur Mkhitaryan und nur Marco Reus, wenn man sich den Kader nochmal anguckt, was wir jetzt mal ganz kurz ungeschnitten machen werden. Klar haben wir Leute wie Giau und so und wir haben, glaube ich, ja, Pulisic, aber naja, ansonsten sieht das nicht sonderlich krass aus so und Blaschikowski soll verkauft werden, beziehungsweise ist verliehen, soll im Sommer verkauft werden, wenn er zurückkommen sollte und da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was, also die Flügel und der Sturm eventuell, wenn wir Ramos verkaufen, sind auf jeden Fall unsere, ja, ich sag mal nicht Kernkompetenzbereiche, aber die Bereiche, wo wir das größte Augenmerk drauf legen und deswegen habe ich mir da nochmal ein paar Spieler rausgesucht, die flexibel einsetzbar sind und das habt ihr ja gerade schon gesehen, Divock Origi von Liverpool ist einer davon, das wäre ein sehr interessanter Spieler in meinen Augen, dann Kevin Volland von der TSG 1899 Hoffenheim, auch ein flexibel Spieler, der sowohl auf Außen als auch im Sturm spielen könnte. Vielleicht ein bisschen zu gut, um als Backup hinter einem der ja, Spieler zu stehen, die wir momentan haben. Allerdings vielleicht setzen wir einfach Kagawa weg, verkaufen den, holen uns ein Backup für die 10er-Position und stellen da standardgemäß Mkhitaryan hin, wenn er das noch standardmäßig spielen kann hier in FIFA. Und Iker Muniain von Bilbao hat mir auch mal angeguckt. Auch ein sehr interessanter Spieler, der wird auch ordentlich teuer sein, aber vielleicht können wir uns ja auch den holen. Jetzt simulieren wir erstmal weiter und gehen zum Spiel gegen Swansea. Vorher wird nochmal eine Runde trainiert und da haben wir ein Upgrade und zwar für Marian Saar. Auch Pulisic steht kurz vor seinem nächsten Upgrade und Durm ebenfalls mit einem A im Training. Hummels, das sieht nicht ganz so stark aus, aber da werden wir irgendwann schon auf die 87 kommen. Wir haben ein erstes Angebot für Neven Subotic und zwar von Newcastle United, meinem Lieblingsverein aus England. Allerdings ist mir das ein bisschen zu wenig, deswegen machen wir da nochmal Gegenangebot. Tottenham möchte 59 Millionen haben für Christian Eriksen, viel zu teuer. Ich werde aber einfach mal spaßeshalber versuchen, das Ganze mit Kagawa irgendwie hinzubekommen. 23 Millionen ist der Wert, dazu geben wir noch, sagen wir mal 7,5. Vielleicht haben sie da ja Interesse dran. Wir haben Transferangebote und zwar, wir sehen es schon, für Aubameyang und für Weidenfeller. Und für Weidenfeller 7,5 Millionen von Palermo. Er ist eine Identifikationsfigur von Dortmund. Allerdings für 11 Millionen würde ich einen 34-Jährigen schon verkaufen. Nur die Spurs hätten ganz gerne Aubameyang, aber das ist mir viel zu wenig. Und nur mal einfach mal unrealistische 94 Millionen. Übrigens habe ich gerade nachgeguckt, Mkhitaryan kann 10er spielen. Also werden wir uns vielleicht wirklich mal um Volland ein bisschen bemühen und dann noch als über Muniain oder um Muniain als Backup.
einen ganz großen Einfluss darauf, ob wir Origi als Ersatzstürmer holen werden, ist, ob Adrian Ramos verkauft wird. Der spielt jetzt mal von Anfang an. Kagawa, Pulisic, Mkhitaryan dahinter, Gündoğan, Şahin mit Schmelzer, Saar, Bender in der Verteidigung und Piszczek außen rechts, Weidenfeller im Kasten. Auf geht's, ab geht's gegen Swansea. Und wir sehen es hier nochmal. Legende, 5 Minuten heiter und das Ganze im Forest Park Stadium. Auf geht's! Die Waliser also mit Nordfeld im Kasten, dem Schweden. Da sehen wir dazu noch Cork, war das, glaube ich. Viele Fans mitgereist, das ist natürlich ganz schön hier in Australien. Und unsere Aufstellung kennen wir schon, die von Swansea werden wir uns nicht angucken. Wir starten jetzt einfach richtig schnell rein. Piszczeks Balleroberung, Ramos kommt nicht ran. Mkhitaryans schöner Antritt, zweiter Pfosten, Kagawa die erste richtig große Chance, aber Nordfeld mit einer klasse Parade, Konter über Furr, der mittlerweile hierher gewechselt ist anscheinend von den Queen's Park Rangers, aber das Ganze abgewehrt. Mkhitaryan mit dem nächsten Schussversuch, wieder ist Nordfeld da. Wir haben Halbzeit bisher ein sehr couragierter und sehr vernünftiger Auftritt, aber es fehlt noch an Durchschlagskraft. Lasse die Wechselspiele beginnen. Das ist interessant. Das erste Ligaspiel gegen Gladbach, was wir diese Episode noch nicht bestreiten werden. Wir wechseln insgesamt, soweit ich das richtig im Kopf habe, 5-mal aus. Aubameyang kommt, ja, 5-mal haben wir hier gerade gesehen. Aubameyang für Ramos, Castro unter anderem auf 10 jetzt. Leitner kommt rein für Şahin. Durm kommt für Schmelzer und noch irgendwas. Sokrates für Saar. Fallrückzieherversuch wäre schön gewesen und jetzt die Kontergelegenheit, weil da jemand am Ball vorbeigelaufen ist. Für Swansea City, Leroy Furr, aber das ist schwach. Die Flanke in die Mitte und Palowski mit der Riesenchance für Swansea. Aber zum Glück ist Weidenfeller da und hat aufgepasst. Da ist Gündoğan, größte Chance für uns im zweiten Durchgang. Bisher geht nicht viel vorne, aber das Ding musst du normalerweise machen. Wenn nicht noch was passiert, gehen wir hier in die Verlängerung, beziehungsweise direkt ins Elfmeterschießen. Aubameyang nochmal, aber mit der Ballrolle bleibt er hängen. Das Spiel ist aus und es geht ins Elfmeterschießen gegen Swansea. Ja, nicht viel passiert, mehr Ballbesitz für die Swans. Und jetzt Aubameyang als erster. Drin das Ding. Palowski gerade so. Gündoğan sicher unter die Latte geballert. Weidenfeller springt zu weit und Key macht sein Tor. Mkhitaryan wieder sicher. Der Lupfer von Furr und der war vorhersehbar. Weidenfeller hat das Ding. Piszczek unten links und es sieht so aus, als ob wir gewinnen würden. Letzter Elfmeter, eventuell durch Andrew Ayew. Oder Andre Ayew. Norris heißt. Der entscheidende Elfmeter für Gonzalo Castro, seine erste entscheidende Aktion bei Dortmund und die macht da rein. Wir stehen im Finale vom Turnier, vom Einladungsturnier und können uns freuen, denn das heißt, wir haben die Chance, richtig Kohle abzusahnen. Eine gute Leistung an sich, mit einigen Schwachpunkten. Aber dann Castro, sind wir eine Runde weiter und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Weiter geht's. Unser Gegner im Finale wird nebenbei bemerkt Sociedad, die sich gegen Ajax durchgesetzt haben. Das heißt ein deutsch-spanisches Duell. 3,5 Millionen Euro bekommen wir als Budget zusätzlich noch für das Erreichen des Finals im Einladungsturnier. Ramos hat ein Angebot, beziehungsweise wir haben ein Angebot für 8 Millionen, über 8 Millionen für Ramos bekommen, das nehmen wir an. Und Chelsea bietet 43 Millionen für Mats Hummels, aber das ist zu wenig. Ich weiß, normalerweise sind Anfragen taktisch unklug, allerdings habe ich es jetzt einmal gemacht. Volland wird wohl nicht zu uns kommen, denn Hoffenheim hat gar kein Interesse daran, ihn zu verkaufen. Brooks könnte die Hertha für 15 Millionen verlassen. Und Yunus Malli ist bei Mainz relativ festgebunden. 20 Millionen wollen die für unseren Backup-Zehner haben. Und wir haben was Erfreuliches, beziehungsweise Überraschendes, und zwar haben die Spurs das Angebot für Shinji Kagawa, beziehungsweise Eriksen akzeptiert, und wir könnten ihn dementsprechend holen. Die Frage ist nur, sollen wir es machen oder nicht? 7,5 Millionen und Shinji Kagawa für
für Christian Eriksen. Der wird einiges an Gehalt fressen, aber es wäre ein extrem krasser Transfer. Wir versuchen es, aber ihr entscheidet, schreibt es in die Kommentare. Ich werde da einen Kommentar posten und ihr antwortet mit Ja oder Nein. Und je nachdem, was da am Ende rauskommt, werden wir ihn holen oder nicht. Ich werde bei Brooks mal ein Angebot machen, aber nur über 10 Millionen. Und auch bei Yunus Malli werde ich mal nachhaken, aber nur für 12,5. Das ist deutlich weniger, als verlangt haben. Wenn wir gerade bei der Bundesliga sind, fragen wir auch mal bei Stendera nach, beziehungsweise bei der Eintracht für Stenderas Dienste. Und da bieten wir einfach mal freche 6 Millionen. Newcastle bietet 13 Millionen für Neven Subotic und das reicht mir. Das sind 500.000 weniger, als ich verlangt habe. Das nehmen wir an und damit sagen wir Bye-Bye Neven. Ja, guter Spieler in der Vergangenheit gewesen, aber für uns einfach keine Zukunftsperspektive mehr. Palermo hat sein Angebot für Roman Weidenfeller erhöht auf 9 Millionen, allerdings immer noch 10,4 stehen da. Deswegen werde ich mal auf 11 Millionen runtergehen, aber immer noch ja, quasi dabei bleiben, dass wir ihn nicht für so wenig verkaufen wollen. Denn er ist eine Legende und das muss man auch würdigen. Chelsea hat sich nicht sonderlich verbessert beim Angebot. Sie bieten weiterhin 47 Millionen, aber 67 sollten es schon mindestens sein für Dienste von Kollege Hummels. Und wir verleihen Gio und zwar zu Ogier. Das ist unser Spiel für... Das ist unsere Aufstellung für das Spiel gegen Real Sociedad San Sebastian. Das ist eine Startelf-Deske-Aufstellung. Nicht ganz, aber fast. Weidenfeller im Kasten weiterhin. Sokrates und Hummels davor. Piszczek und Durm auf den Außenpositionen. Weigel und Castro sind die einzigen beiden, die momentan nicht Stammelf sind. Davor dann Kagawa, der eventuell geht. Links Reus, rechts Mkhitaryan und vorne Aubameyang, der mittlerweile der einzige Stürmer ist, den wir neben Ducksch noch haben. Denn Ramos wurde in der Zwischenzeit verkauft für 8 Millionen an Stuttgart, habt ihr ja gesehen. Rein geht's ins Spiel. Auf geht's. Sociedad mit Ogier, Martinez, Navas und noch eine Martinez, den kennt man eventuell. Della Bella vorne, Jonatas und Canales, Iaramendi von Real. Auf geht's, das wird ein schweres Spiel. Aubameyang ist schneller als Navas, macht das 1-0, so schnell kann's gehen. Der Führungstreffer für die BVB-Jungs. Und das war stark, denn das war einfach mal genau das ausgespielt, was wir mit Aubameyang haben. Und zwar unglaublich schnelles Tempo. Schöner Pass von Weigel war es, glaube ich, in den Lauf. Und dann macht er das eiskalt mit rechts unterm Keeper durch. Da sieht Piszczek alles andere als gut aus dem Weidenfeller. Hat Glück, dass nur der Pfosten getroffen wird. Erste richtig dicke Chance für Sociedad. Auch Marco Reus ist ein ganz, ganz schneller und hat ganz, ganz viel Platz auf seiner linken Seite. Ball in den Raum zu Kagawa. Fast. Halbzeit im Finale um das Einladungsturnier. Beziehungsweise um den Einladungsturniersieg. Die mitgereisten Fans bisher ganz fröhlich. Aubameyang macht den Unterschied und genauso muss es weitergehen. Wir haben ein paar gefährliche Szenen bei Sociedad gehabt, aber nichts zu zwingendes und das soll auch so bleiben. Es passiert momentan nicht viel. Es geht eigentlich gar nichts nach vorne. Wir hatten eine gute Aktion von Mkhitaryan, der mal über außen gegangen ist, aber dann auch nicht mehr wirklich in der Mitte gespielt hat. Und von Sociedad kommt gar nichts. Die versuchen es, aber es ist nicht sonderlich erfolgreich, weil sie einfach nicht vernünftig nach vorne spielen. Jetzt mal Bergara. Der ist natürlich jetzt nicht zur Flanke kommen lassen. Lässt man aber. Und Hummels, ja, köpft den Ball direkt vor die Füße von Bergara. Jetzt die Kontergelegenheit eventuell. Gerade gewechselt. Aubameyang ist nicht mehr drin. Dafür Ducksch. Aber vielleicht trotzdem möglich. Pulisic ebenfalls eingewechselt. Ist er schnell genug gegen Navas? Er ist schnell genug, aber wird dann gefoult, aber es ist kein Foul. Nochmal Sociedad in der Offensive. Xabi Prieto, das Ganze abgewehrt. Und es ist vorbei, wir gewinnen den, ich will immer European International Cup sagen, ist es aber nicht. Wir gewinnen das Einladungsturnier dank Pierre-Emerick Aubameyangs frühen Treffer in der 6. Minute. Ganz, ganz stark. Und da sieht man die feierliche Titelübergabe, beziehungsweise die Pokalübergabe. Das sieht doch schön aus. Der erste Titel der Saison ist schon mal geholt worden. Das soll genauso weitergehen mit Liga und Pokal. Bin mal gespannt, was da noch so kommen wird. Für den Moment auf jeden Fall ganz, ganz toller Saisonstart. Der Vorstand ist zufrieden und wir bekommen nochmal Preisgeld. 4,5 Millionen Euro gibt es für den Sieg des European International Cup. Und wir haben noch eine Nachricht. Die Frankfurter Eintracht möchte gerne 10 Millionen für Marc Stendera haben. Der ist natürlich wertvoll, gar keine Frage. Aber wir erhöhen nur minimal, marginal um 1 Million auf 7 Millionen für das Talent. In dieser Episode gibt es nicht mehr viel zu tun. Wir trainieren nochmal und warten dann die Entscheidung von Eriksen ab. Und eure Aufgabe ist es, in die Kommentare zu schreiben, sollen wir ihn holen im Tausch mit Shinji Kagawa oder sollen wir ihn da lassen, wo er ist bei den Spurs. Sollen wir Stendera holen, sollen wir Brooks holen, sollen wir Malli holen, sollen wir Muniain holen, sollen wir Origi holen, sollen wir Kevin Volland doch nochmal versuchen zu holen, sollen wir
Wen hatten wir denn noch? Genau, Reese Oxford holen. Alles bitte in die Kommentare. Und gerade bei Eriksen werde ich auf jeden Fall einen Kommentar schreiben, wo ihr ja oder nein unterschreibt. Und ansonsten like die Kommentare hoch. Wenn er schon geschrieben hat, hol Brooks und ihr die gleiche Meinung habt, like den hoch. Ja, dann ist es einfacher und übersichtlicher. Mainz verlangt weiter 20,5 Millionen, wir gehen hoch auf 14,5, auch wenn ich ehrlich gesagt Stendera Mali bevorzugen würde. Da könnt ihr ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ein vielleicht auch recht interessanter Spieler wäre Wissam Ben Yedder als Backup, beziehungsweise ja doch eigentlich als Backup für die Stürmerposition, wenn wir Origi nicht holen oder Origi für den Flügel einplanen. Geht ja auch, wenn wir Muniain nicht bekommen, Origi für die Flügelposition oder für den Sturm halt. Und Ben Yedder für den Sturm. Und Jan kann auch außen spielen. Vielleicht wäre der Mann von Toulouse ja auch eine gute Option. Schreibt mal auf jeden Fall auch was zu Ben Yedder in die Kommentare. Und eine Nachricht haben wir noch im Büro. Und das ist die entscheidende für diese Episode und die letzte dieser Episode. Denn Christian Eriksen würde das Angebot annehmen. Er würde uns bereichern. Borussia Dortmund verstärken im zentralen offensiven Mittelfeld. Die Frage ist jetzt nur, sollen wir das Ganze annehmen oder sollen wir es ablehnen? Sollen wir ihn holen oder sollen wir Kagawa behalten, der gerade übrigens die Vorlage gemacht hat für Aubameyang? Das ist eure Entscheidung. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Wenn euch diese gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Auch natürlich für den Gewinn des European International Cups. Und schreibt zu den ganzen Transferfragen, auch eventuell dazu, ob wir Weidenfeller verkaufen sollen und so, eure Meinung in die Kommentare. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.